Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 8.10.2019. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Itemshop den Creator Code sofort gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo, wir schauen in den heutigen Itemshop rein und da haben wir eine neue Picke, die Alleen-Axt und den toxischen Sprayer. Jo, neu. Mega geil. Gibt wieder was Neues. So, jetzt schauen wir mal auf der rechten Seite. Gucken wir erstmal hier rein. Aber schlagfertig. Finde ich persönlich nicht ganz so toll. Kriegt von mir 7 von 10. Das Teil hat hier ein Voting von 3,14 von 5 bei 14 Votes am 1. April 2019. Das erste Mal drin gewesen. So, jetzt muss ich das mal ganz kurz hier rüberziehen. Sorry. Viermal seitdem 5 Reminders. Das letzte Mal im Shop. Vor 133 Tagen. So, dann haben wir für 200 V-Bucks abfeiern. Boah. Kriegt von mir 8 von 10. The Rebel hat hier ein Voting von 4,55 von 5. Bei 22 Votes am 26. Juli 2019 das erste Mal drin gewesen. 4x 20 Reminder. Das letzte Mal im Shop von 19 Tagen. Dann haben wir die Zündkerzenkünstlerin für 1200 V-Bucks. Finde ich persönlich, sieht eigentlich ganz nice aus. Das Teil kriegt 7 von 10. Und hat hier ein Voting von 3,94 von 5 bei 67 Votes. Das letzte Mal im Shop. Nein. Das erste Mal im Shop am 10. Februar 2019. 9 Mal seitdem, 66 Reminder, das letzte Mal im Shop vor 19 Tagen. Sorry. Klack. Für 200 V-Bucks. Boah, ist ganz okay. 6 von 10. Hat hier ein Voting von 4,29 von 5 bei 7 Votes. Am 23. April 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 7 Mal, 13 Reminder. Das letzte Mal im Shop vor 297 Tagen. Das ist schon ziemlich lange her. Das war nämlich genau am 15. Dezember 2018. Dann haben wir den weißen Drachen. Sieht ganz nice aus. Ja, für 300 V-Bucks das Teil. Gefällt mir persönlich ganz gut. Kriegt von mir 9 von 10. Hat ja ein Voting von 3,5 von 5 bei 4 Votes am 22. August 2019. Das erste Mal drin gewesen. Ja, seitdem nicht mehr. Cloaked Shadow. Sieht auch ziemlich cool aus. Kriegt von mir 7 von 10 für 15 V-Bucks. Ich denke, der sofort würde ihm 10 von 10 geben. Hier haben wir ein Voting von 4,065 bei 89 Votes. Das letzte Mal im Shop vor 19 Tagen am 19. September. Das erste Mal im Shop am 28. Dezember 2018. 7 mal 191 Reminders. Sensationell. Machete. Ja, finde ich, sieht eigentlich ganz cool aus. Das Teil kriegt von mir 7 von 10. Jo, und hat hier ein Voting von 3,57 von 5 bei 14 Votes am 10. März 2019. Das erste Mal drin gewesen. 7 mal 9 Reminders jetzt im Shop vor 68 Tagen am 1. August 2019. Dann sind wir hier bei dem Heli, dem Shopper. 9 von 10 kriegt er von mir. Hat ein Voting von 3,95 von 5. Bei 22 Sports am 10. März 2019 ist das erstmal drin gewesen. 7 mal 21 Remanes auch am 1. August das letzte Mal drin. Digitales Grau. Klicken wir auch hier mal ganz kurz durch. Ist ganz okay. Das Teil kriegt auf jeden Fall von mir 9 von 10. Ich finde, auch wenn es ziemlich schlicht ist, finde ich, sieht es relativ gut aus. So, und kostet nur 300 V-Bucks. Hier haben wir ein Voting von 2,92 von 5 bei 13 Votes am 15. April 2019 ist erstmal drin gewesen. 5 mal 10 Reminders, letztes Mal Shop vor 68 Tagen. Dann haben wir die Patronella, hier der weibliche Rambo-Verschnitt. Mega cool, die Tante. Kriegt von mir 7 von 10 für 1200 V-Bucks.
Und die hat hier ein Voting von 3,82 von 5 bei 49 Votes am 10. März 2019, das Mal drin gewesen. 7 mal 79 wie meines. Das Mal im Shop vor 68 Tagen. Dann sind wir hier. Oh, die ist so geil. Diese Lackierung ist echt cool. Kriegt von mir 10 von 10 verderbt. Für 500 V-Bucks. Echt cool. Und hat hier ein Voting von 3,73 von 5 bei 11 Votes am 22. August 2019. Das letzte Mal drin gewesen. 3 mal 3 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 46 Tagen. Dann haben wir hier die verderbte Reisende. Sieht auch richtig cool aus. Haben wir auch ein Skin-Gameplay dazu für 1500 V-Bucks. Das Teil. Kriegt von mir 10 von 10, hat hier ein Voting von 3,85 von 5 bei 27 Votes. Am 22. August 2019 ist erstmal drin gewesen. 3 mal 13 Reminders. So, dann sind wir hier auch durch mit dem Set. Dann kommen wir zu dem neuen Item von heute. Das ist hier diese Alleenaxt, die Sunny Ave. Wie hört die sich an? Okay, da unten sind die Schrauben zu erkennen. Also ist ein Schild, das unten irgendwie rausgerissen wurde. Und daraus wurde oben eine Axt geschnitzt, kann man fast sagen, ne? Ja, zeig ihnen, wo es lang geht. Finde ich, sieht eigentlich echt relativ cool aus, wenn man sich überlegt, dass das eigentlich ein Schild sein soll. Auch da mit den Nieten ganz cool gemacht. Der Teil kriegt von mir 7 von 10. Hat bis jetzt noch kein Voting. Und dann kommen wir zu dem neuen, ja, Skin, dem toxischen Sprayer. Habe ich ein Gameplay dazu. Ah, hinten auch wieder irgendwie sieht aus wie so eine. Könnte ein Schild sein, weiß ich nicht. Auf jeden Fall da ein Farbroller, Brechstange, Straßenpaket. Er sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus für 1200 V-Bucks. Bei dem Gameplay ist auch, also machen die Jungs auch einen schönen Hoverboard-Batarang-Trick. Finde ich, könnt ihr mal gerne reinschauen. Sind zu zweit im Gameplay. Ja, ich würde mal sagen, der Teil kriegt von mir 8 von 10 und hat hier momentan ein Voting von 5,5 von 5 bei nur einem Vote. Ja, jetzt muss ich natürlich den Shop noch bewerten. Lass mal überlegen. Schlagfertig, abfeiern, Klack, Zündkerzen, Künstlerin. Verderbte Reisen ist cool, Cloaked Shadow cool, Weißer Drache. Schwer zu sagen jetzt hier. Also für ein Love It reicht's für mich persönlich nicht aus. Da muss schon deutlich viel mehr kommen. Bei mir ist es eher ein It's Meh momentan. Und das wird auch meine Note sein. Ein It's Meh. Da haben wir 736 Love It's, 835 It's Meh und 1723 Hate It's. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mal bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Benutzt unseren Creator-Code sofort ugleich TTV und schaltet sich mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.